Also das weiß jeder, Afghanistan ist kein sicheres Land. Also in Afghanistan, wenn man lebt, man hat gar keine Zukunft. Ich bin Bashir aus Afghanistan, 22 Jahre alt. Und ich wohne seit 5 Jahren in Deutschland. Ich habe 2 Jahre Schule besucht, arbeite jetzt als Koch in meinem eigenen Laden. Ein typisches Essen, was man immer isst in Afghanistan. Machst du hier rein, willst du machen? Du bist viel zu langsam. Ne? آقا دفاع کجا میری؟ هی هی فقط توپ شو بزن فقط توپ شو بزن بده Das Spiel unbedingt gewinnen, damit wir weiterkommen. Nein, ich muss nicht dort das Chiesen, der was hat, damit wir werden. Wo hat weg, Jan, da was hat, ist ein Arif Abad Peresko. So, Seth, ich weiß, dass du aus Afghanistan kommst und kannst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ja, ich bin Seth Mahdi Hosseini, ich komme aus Afghanistan und seit anderthalb Jahr in Deutschland. Nach 4 Wochen hätte ich meinen Bescheid von meiner Anhörung bekommen sollen. 3 Monate vorbei. Also das heißt, bis jetzt hast du gar keine Antwort bekommen. Nee. Also ja, weil also in Kabul auch ein Selbstmord, ein Anschlag passiert. Also leider in Frankreich auch so Anschlag und waren auch viele Leute tot und viele Präsidenten und so viele Regierungen. Ja, Regierungen und so, die waren alle auf die Straße gelaufen. Und die haben gesagt, ja, also das ist ein großes Ding, dass es hier so passiert ist. Aber wenn in Afghanistan sowas passiert, dann nein. Also, das ist normal, ja. In Afghanistan ist normal, wenn das passiert. Und kein Präsident kommt auf die Straße und sagt, oh ja, Afghanistan ist nicht sicher. Aber es ist wichtig, dass nicht in Deutschland passiert, dieser Anschlag, weißt du? Ja, also wenn es auch hier passiert, ne, dann seien die Leute, ja, also das ist wegen Asylen und so. Also Touristen, ne? Ja, Touristen. Und ja, ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe auch ein Praktikum in einem Krankenhaus gemacht, also weil ich also hier, wenn ich hier bleiben darf, möchte ich hier Medizin studieren und so. Aber erste Sache, also die richtig so schlimm ist, ist, das ist eben halt, ob ich hier bleiben darf. Also zwar denke ich mir, ja, okay, wenn du nach Afghanistan fliegst, dann bist du tot. Ne? Es ist schon immer diese Angst, weißt du, dass man nicht da sicher leben kann. Ja. Dann Schiri wird gleich Sher Ali auf dem 2. Platz sein. Wir bitten Etihad Berlin. Ich bin seit ein paar Monaten verlobt und ich suche nach Wohnung in Deutschland. Weil ich glaube, in Deutschland ist es schwierig, wenn man eine Wohnung bekommt. Aber. Was mir in Deutschland wirklich gefällt, also, dass man in Sicherheit lebt. Das ist schon mal gut. Oh nee.